Das meine ich ja. Gibt's doch gar nicht. Doch, gib mit. Man hat das Gefühl, man klettert die Leiter schneller hoch, ne? Aber irgendwie ist das eine optische Täuschung. Ja, das liegt an der Verzerrung der FOV. So, muss man denn jetzt... Ja, komm! Wenn ich da nochmal drauf drücke, kriege ich dann den Boost wieder? Ja. Was eine Schlampe. Ist das ein mieser... eine Schlampe. Ohne Spaß, ist das ein Motherfucker, wie der dein Sprungfeeling auf einmal von jetzt auf gleich ändert. Das habe ich nur einen Speedbonus gekriegt. Jetzt hört mein Ding jetzt auf. Wow. Ja, machst du langsam. Ach, komm! Scheiße. Scheiße, brauchen wir schneller. Nee, jetzt doch nicht mehr. Was war das? Oh. Wieso werde ich von meinem eigenen beschissenen Trank genauso lange gestunt wie ihr? Warum nicht? Jetzt habe ich wieder nur den Jump-Boost gekriegt, das ist eigentlich ein Witz. Lala, das ist echt ein Witz. Ich bin fest davon überzeugt, dass man hier den letzten Sprung überspringen kann. Ja, aber das musst du gar nicht. Also, das ist, also bis an die Wand bin ich jetzt schon öfter gekommen, um dann den neuen Boost zu kriegen. Aber ich habe den Sprung danach, den ersten, noch nicht einmal geschafft. Okay, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir. Aber ja, den kannst du hundertprozentig überspringen. Okay, ich habe den ersten Sprung diesmal geschafft und bin dann drüber gerannt. Pupukaka. Pupukaka. Oh, ja. Pupukaka. Kaka pupu kaka. Kaka pupu, wir lieben Kacke im Schuh. Papa kuku. Molukuluku. Ich möchte, dass wenn wir irgendwann mal im Fernsehen in irgendeiner Talkshow sind oder so, dass die letzten 10 Sekunden dann genutzt werden, um uns vorzustellen. Warum die letzten 10 Sekunden? Weil wir da über Popo und Kaka gesungen haben. Achso. Das wäre cool. Das ist doch was! Na cool, hat jetzt auch geschafft an der Wand, aber das Sprungfeeling ist auch immer so ein ganz anderes, wa? Ja, übertrieben. Ich bin auch mal bis zur Wand gekommen, ich bin stolz. Stolz wie Oscar. Wow. Du musst bis hierhin kommen, Hardy. Du schaffst den Sprung nicht. Doch, habe ich gerade auch schon gemacht. Mit dem anderen? Ja. Ich bin schon wieder über den ersten Scheiß-Ding drüber gesprungen. Kommt denn dann habe ich nur den Jump-Boost gekriegt. Da hab ja, ich habe den Speed-Boost gekriegt, witzigerweise. Jetzt macht Hadi das, oder was? Hä? Ach komm! Habe ich Schaden gekriegt. Fußspuren? Was? Wie Fußspuren? Ja. Das voll nett, Junge. Fußspuren? Fußspuren? Erstmal hinterherlaufen, Junge. Voll in die Falle von Snake. Ich finde halt in Teil 1 immer so geil, wenn dir Naomi Campbell dann gesagt hat, so, ja, das sind halt... genommanipulierte Supersoldaten, weißt du? Und dann direkt dahinter so, hä? Fußspuren? Einfach retarded hinterherlaufen? Ja, das stimmt. Die waren sowieso die größten Vollidioten der Welt. Ja, und was, die wurden nur gefährlich, wenn die halt in Masse kamen. Aber so einzelne waren halt so mega easy. Ich meine, man konnte den C4 an den Rücken heften. Ohne, dass die das gemerkt haben. Und man könnte die auch so geil erwürgen mit diesem.
Das stimmt. Das war echt immer voll witzig. Das ging bei Metal Gear Solid 2 ging das auch, ne? Das war auch mal so witzig. Ich frage mich ja, warum die solche nostalgischen Sachen irgendwann rausgenommen haben. Weißt du, die hätten ja die Animationsseite verbessern können, aber allein das Geräusch. Das war nicht realistisch. Das war halt eine Sounddatei, die ganz häufig schnell hintereinander wiederholt wurde. Ja. Ach, fick dich doch, ganz ehrlich. Aber das Knacken hat immer gut getan, so, wenn du gemerkt hast, alles klar, Genick gebrochen. Und gemacht, Bitches! Dafür grüßt die goldene Schlange. Ah, Mann. Aha, die macht das jetzt, by the way, auch. Echt jetzt? Ja. Was? Oh, was ist das denn? Das hatte ich drauf, wie der den letzten Sprung verkackt hat. Boah, nicht im Ernst. Uncool. Ich hab mich jetzt angezeigt, dafür macht Bram dann einen Juck. Nee. Vielleicht doch nicht. Klack. Ich fand die VR-Missions auch ganz cool, die es auf der ersten CD noch gab. Fand ich ehrlich gesagt. War keine Story bei, keine krassen Zwischensequenzen. Ja, ich fand Metal Gear Solid 1 damals auch noch auch im Verhältnis zur Konkurrenz cool vom Gameplay her. Ja, das Coole fand ich immer, dass du halt unterschiedliche Möglichkeiten hattest. Konntest genau, und halt ich fand halt, ja. Das war halt ab Teil 3 fand ich das halt irgendwie kacke. Ich habe auch nie verstanden, warum die Sache mit dem Radar geändert haben. Das war tatsächlich bei Teil 3 ganz schlimm, sich da einzugewöhnen. Das hat aber, wenn man sich erstmal drauf eingelassen hat, dazu geführt, dass man die Spielumgebung halt krasser wahrgenommen hat. Das war ein immersiveres Gameplay, weil im ersten und zweiten Teil habe ich ganz viel einfach nur nach Radar gespielt. Und irgendwie 50% meiner Spielzeit oben rechts auf, oder oben links, also jetzt gar nicht mehr, auf das kleine Radar-Ding geguckt, um halt deren Pegel immer im Blick zu halten. Ja, aber das war trotzdem für mich irgendwie so... Aber allein die Tatsache, dass du bei den Bosskämpfen so schöne, unterschiedliche Herangehensweisen machen konntest, wie... Also ich habe das zweite Mal Sniper Wolf nie mit einem Sniper gespielt, sondern immer mit der Stinger. Hardy hat gemacht. Mit der Stinger? Ja, mit der Nikita, sorry. Ja, mit der Nikita habe ich das bei Vulcan Raven beim zweiten Mal immer gemacht. Ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Weil das geht auch ganz gut mit C4s. Das ist immer halt so diebische Freude, wenn er halt so da rumläuft und so dann seine dummen Macho-Sprüche haut und dann, ich laufe in eine C4 rein, ich bin doof. Bäh! Brammen. Shit. Das ist jetzt erst dein zweiter, wa? Ja. Du, Hardy? In der Tat. Was? Ich sagte, Hardy stimmt zu. Ja. In der Tat. Lol. Da bin ich dagegen gesprungen. Komm, jetzt machen wir das nochmal. Snappily Doodle. Snappily Doodle. Boah, ich dachte gerade schon, what the fuck, warum ist verschwunden? Wenn ich kommt er gut. Oh, scheiße. Naja. Oh, scheiße. Checkpoint ist auf, oder? Ich hab schon von aus. Achso, ja, stimmt, der ist da unten immer geöffnet. Wow. Alles klar, noch schön mit Leitern hier, oder was? Wow. Jump boost. Wow. Boost, Brüste, boost. Nein! Lol. Das ist natürlich blöd. Wow, an die erste Leiter dran zu kommen, das scheitert bei mir schon.
Entweder springe ich zu früh oder zu spät ab. Oh. Ah, ja. Warte, wenn man jetzt ohne Booster die Treppe hochläuft, wie langsam das ist. Oh ja. Gleiche Geschwindigkeit. Echt? Kommt mir nicht so vor. Na, ihr habt jetzt, liebe Zuschauer, habt jetzt den Unterschied gesehen. Ich könnt ja mal sagen, ob das unterschiedliche Geschwindigkeit oder ob ich mir nur einbilde. Nein. Ach, das ist doch Bullshit. So, was kriegt man hier? Jump Boost 19. LOL. Nein. Warum? Das ist ein Witz. Ich bin am Spawn gespawnt, Alter. Warum teleportiere ich mich denn nicht zu dir? Ah, jetzt. Ich habe mir mal vor die Treppen an Spawnpoint gesetzt, weil gegen Ende der Challenge stirbt man häufiger. Das kann nicht wahr sein. Kennst du mal? Ah. Nein! Lol, hat Peter fast gemacht. Ich hab richtig gesehen, wie so, wie er da hochgejumpt ist, wie so ein Superhelden, dann war auf einmal die Arme zu kurz. Das hast du richtig gehört. Ja, nein! Das war mega traurig. Ich komm mal irgendwie nicht an die Leiter ran. Sei ein Mann! Höllenfeuer. Ich weiß nicht mehr, wie weitergeht. Auf jeden Fall irgendwas von Mulan. Alter, gib Gas. Das ist kein Quatsch machen hier. Okay. Ja, mach mal. Oh shit! Komm ich da nochmal hoch? Nee. Wow. Hab ich den Spawnpoint da oben gesetzt? Ja, du hast ja gesagt, du setzt den da oben an den Leitern, oder habe ich das falsch gesagt? Ich hab gesagt, vor die Leiter. Ja, oben vor die Leiter. Nein, unten vor die Leiter. Dann setzen wir uns halt unten vor die Leiter. Ach gut, Peter muss ich besser ausdrücken, ja? Alter, wie ich auch nicht den ersten Schritt. Ich habe jetzt keine direkte Notwendigkeit gesehen, dass ich unbedingt nochmal die Leiter nach oben laufen muss. Ja, wegen Vorteile gegenüber anderen. Hat der Bremse sich den Spawnpoint einfach hier oben hingesetzt? Ja. Nein, der ist unten. Okay, dann mache ich das jetzt auch. Der ist unten. Nein, er hat den wieder umgesetzt. Hey. Frieden, keine, Mann. Wieso funktioniert das nicht? Frieden, komm schon, das kann nicht zu lang sein, schwer sein. Frieden, Mann, Frieden. Alter, das Frieden. Kann nicht wahr sein. Alter, die Sprünge sind ja wohl oberpervers, die danach kommen. Ich finde die danach, ist ja gar nicht so schwer. Da ja, hab ich habe eher das Gefühl, dass meine eigene Inkompetenz da schlimm ist und nicht die Sprünge so krass. Nee, die Sprünge sind nicht krass, aber das Sprunggefühl ist einfach wieder ein völlig anderes. Das stimmt. Aber das finde ich, ist, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich ganz cool. Alter, regnet's draußen? Ist ja der Shit. Also? Oh, ja stimmt, draußen ist ja mega crazy nebelig. Also Luftfeuchtigkeit soll in Düsseldorf heute 47% sein. Oh, aha. Gemacht. Ihr Scheißlutscher. Scheiße. Ganz schön ficky-fick. Ganz schön ficken tut der Hardy gerne in seine Hand. Er schließt sie um sein Glied herum. Krümmt sie leicht, auch wenn das ist sehr dumm. Peter! Lol! Peter hat nicht gemacht. Nee. Da bin ich zu spät abgesprungen. Auch gemacht.